Guten Morgen und viel Spaß zu dem Video. Jetzt muss ich ernst sein, weil das ist jetzt die dritte Aufnahme oder der dritte Versuch, das Intro zu machen. Wir stehen dann heute zu 1, 2, 3, 4, 5 da und wir machen die Post am Klamm. Ah ja, und bevor ich es vergiss, in dem Klettersteig schauen wir nachher auch nach, ob der für kleine Menschen und für Jugendliche auch gut geeignet ist. Das werden wir nachher im Resümee klären. Super toller Klettersteig, wenig los dabei noch und ab geht's, viel Spaß mit dem Video. Wir sind da jetzt beim Parkplatz, dann geht's da runter und da geht's noch gleich los. Da ist der Ding. Ja, da gibt es ein paar so Sprünge. Und da haben wir so einen. Das ist relativ neu. Also früher ist nur das da rauf gewesen. Und das haben wir noch neu gemacht. Das sind so ein paar coole Brücken, wo du über den Bach, über die Klamm umgehst. Und nachher geht es da direkt neben der Wand und neben dem Wasserfall eben rauf. Und da hast du nachher zwei so Badewannen. Das ist voll schön. Da kannst du nachher auch gut Pause machen. Und unten drinnen gibt es auch immer wieder mal die Möglichkeit. Und dann geht es durch den Wald rauf, das ist ein bisschen nervig. Und wir sind letztes Mal eben da raufgegangen, da ist die F-Variante. Genau, da ist ja, das also eine D-Variante und die F-Varianten. Genau, aber das kannst du schön umgehen. Ja. Nachher gehst du halt eben eher so entlang. Ah, die Braunalm, genau das ist das. Zu der kannst du nachher gehen und nachher gehst du dann einfach nachher runter und bist eigentlich relativ schnell wieder am Parkplatz. Die Braunalm. Okay, hat zu. Aber es ist wurscht, ja. Weil ich habe ein Bier mit. Auf los geht's los. Der Einstiegsbereich wogelt gleich schon Vollgas. Das ist eine Brücke, die es in sich hat. Da geht's so schnell. Du bist der Ärgste, der rennst da rum. Ich habe ungefähr 10 Minuten gebraucht gefühlt. Aber es wackelt schon gescheit, findest du nicht? Ja. Oh mein. Ich mag das nicht, wenn es so wackelt. Ja. Konstantin, was sagst du zum Einstieg? Ja, okay. Geht schon. Leicht. Easy. Sehr gut. Yeah. Ja. Wuhu! Nicht schwer, aber aus jetzt. Ja, nicht. Just concentrate on the next step. Sonst hängt da die Selbstsicherung rein. Ja, passt ja. Sehr gut. Ja, ich weiß, da musst du so wie beim Klettern, so zu wie mit der Hüfte. Genau, sehr gut. Es passt schon. Da ist sehr schön fix das Seil. Da ist besser, gell, wo es nicht so davon drängt. Thank you.
Die Nerven voll, gell, die Teile, die da reinhängen. Sobald du da jetzt draufstehst, kannst du dich schön umdrehen. Genau. Super. Schau, ist halt gut gegangen, oder? Jetzt steigst du auf den Bügel da. Ja, genau. Und dann auf den zweiten weiter. Ich warte da jetzt und mach Fotos, ja. Ja, kannst weiterkommen. Super! Das ist die Dschungelbrücke, glaube ich, gell? Wascht sie noch! Juhu! Siehst du das? Da musst du da reinsteigen. Da ist ein schöner Tritt. Da musst du einen großen Schritt machen. Super macht das, mein Sissi. Alles weiter, dass heute auf sehr gut.
geil. Ja, voll, das ist voll geil. Ich scheiß mich so an. Sag's mir um. Sag's mir um. Jawohl, das ist so geil. Willst du noch mal rumhupfen? Ja. Geh weiter, jetzt jagst du mir schon auf, erst. Ja. Schau her. So lieb. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wahnsinnig, die Tritt sind gar nicht rutschig. Ja, aber die waren nicht schon rutschig. Ja. So cool wäre das Wasser, oh, aber schießt. Ja, das ist der Stelle, wo ich ein bisschen blöd im Kopf habe. Jawohl, super! Sehr gut! Geht auch gut, oder? Aber anstrengend. Musst du noch runtersteigen? Und aufs nächste noch und dann kannst du schön umhängen. Super! Ja, es ist blöd, gell, das zum Runtergehen. Ja. Aber. Gut. Das geht ja auch schon wieder nicht, sieht nicht aus. Oh. Brutal. Jump. 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 3, 2, 1. Yes! So geht's! Zurück! Super! Auf der Zinn wird dir das auch gefallen, auf der Terrassenbanzl. Ja. Und wenn wir warten, wir an Ostwand gehen, die Wiederrouten. Nein, wenn wir es wieder Bantl gehen, das wird dir taugen. Los, Schatz.
cool! Hast du die Badehose noch? Nein, ich hab heute noch keine. Na, Kedai! Heute mach ich eine Prinzessin aus mir. Da schaut man mal an die Kamera aus. Voll geil, gell? Voll geil. Genau so. Super. Fisches, gell? Ja. Bei der Badewanne. Schaut euch das mal an. Bevor es voll zum Regen anfängt, haben wir jetzt einen gut gegessen. Wild. Grillt haben wir. Grillt haben wir. Grillt haben wir. Gut? Ja, voll. Am grünen Donnerstag. Hat es euch auch geschmeckt? Selbstverständlich. Genauso gut wie mir. Es war Wahnsinn. Auf jeden Fall, wir wollten ja klären, auch, ob der Klettersteig eben für Jugendliche gut zu machen ist. Für so kleinen Menschen wie der Anna dann. Sehr witzig. Tag. Nein, erzähl einmal, du bist 1,60 groß, wie ist der gegangen? Großteils voll gut, aber es sind schon manche Stellen, wo es wirklich knapp ist, dass ich das Seil halt da gelangt habe. Oder halt dann wirklich so drin hängt. Also es stimmt, dass es manche Stühlen gibt, aber es sind wirklich sehr, sehr wenig. Also es geht definitiv. Also mit 1,60 schafft man es. Sehr gut. Wobei ich ja nur 1,59 bin, aber okay. Das muss keiner so genau wissen. Konstantin, wie hat's dir Tag? Ja, hat schon passt. Manchmal halt ist das Seil schon weit oben. Aber sonst passt eigentlich gut, ja. Die Varianten war lässig, gell? Ja. Und nehmen, also hinterm Wasserfall ist voll schön. Da nachher bei der Badewanne? Ja, genau. Ja, das war ein Traum. Das war nachher nicht oben. Die Ausstiegsszene oder Ausstiegssequenz. Danach kannst du eben die Gamsleckenwand noch machen mit der F- und D-Varianten. Und wir sind nachher aber links davon aufgegangen. Da hätten wir nachher die Dschungelbrücke auch noch machen können. Und wir sind dann eben rechts retour zum Auto. Das hat dann glaube ich 25 Minuten gedauert, war ziemlich lässig. Wie hat es eigentlich zwei Tage, Thomas, Elisabeth? Voll klasse war es, ja. Sehr abwechslungsreich, das hat mir gedacht. Also, hat echt super gepasst, ja. Schöner Ausflug für voll cool. Viele Freunde und die gesamte Familie. Voll abenteuerlich. Voll abenteuerlich. Dein Resümee? Ja, voll geil. Voll geil. Ich gehe doch wieder auf den Klettersteig mal vielleicht. Elisabeth, gehen wir wieder mal. Ja, selbstverständlich, sicher. Sehr gut. Voll klasse. Was. Nehmen wir den Thomas auch mit? Ja, ich glaube schon. Ja, ich fahre auch wieder mit. Fährst du auch wieder mit? Konstantin, kommst du auch wieder mit? Sicher, ja. Passt. Ich komme auch wieder mit. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao.